So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial über Camtasia Studio 7, also Camtasia Studio 7. Heute geht es darum, wie ihr im Titel schon lesen könnt, wie kann ich meine Dateien kleiner rendern. Das heißt, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt ein 18-Minuten-Video mit 64 GB rendere, dass es nur mal 1 GB hat, aber ich kann es auch so rendern, dass es zum Beispiel nur mal einen halben GB hat. Wie das funktioniert, das kann ich euch jetzt zeigen. Natürlich ist die Qualität ein kleines bisschen schlechter, aber ja, das könnt ihr natürlich entscheiden, wie ihr das wollt. Ihr könnt das alles einstellen. Ihr könnt es auch so machen, dass die Qualität besser wird. Aber dann wird die Datei halt größer. Ja, und das ist beim Hochladen auch sehr, naja, hilfreich, sag ich mal, wenn die Datei nicht so groß ist. Aber ich zeige euch das Ganze. Okay, wir geben jetzt hier einfach mal was rein. Library, unser Intro. Splatoon geben wir als Intro. YouTube unser D. So. Hier ist unser Intro. Ja, nicht interessant. Dann rendern wir das Ganze. Ich meine, es ist schon gerendert, aber wir rendern es jetzt nochmal. Ich habe hier schon was drin, das heißt YouTube, aber das lösche ich jetzt gleich mal raus. Oder nee, ich lasse es einfach. So, wir gehen hier auf Add und Edit Preset. Dann können wir hier eine neue Render-Option erstellen oder eine verändern. Ich erstelle jetzt eine neue. So, New, ich nenne sie jetzt YouTube 2. Ich nenne sie YouTube 2, Beschreibung braucht ihr natürlich nicht. So, jetzt das Format. Ich würde euch MP4 empfehlen, denn das ist ein relativ kleines Format. Und ja, ich empfehle euch das hier. So, wir gehen auf Weiter. So, und jetzt gucken wir mal Höhe. Also, jetzt gehen wir hier auch auf MP4. Den Hintergrund, wenn ihr das Ganze kleiner schneidet, Silber oder Schwarz könnt ihr auswählen. Eher Express Show, also ich würde hier Express Show nehmen. So, da können wir die Höhe und alles mögliche einstellen. Dann nehme ich mal 1280 mal 720. Also typisch YouTube. So, und dann gehen wir hier auf Flash Options. So, auf Video. So, Smaller the Higher File. Das heißt, wir können jetzt die Qualität. Marco, so schlecht. Hier ist die Qualität extremst hoch vom Video, also so wie ihr es aufgenommen habt, das Video. Aber die Datei ist auch es wird eine sehr große Datei. So, ich stelle das Ganze mal auf, ich stelle es mal auf 40%. So, Encoding Code, Quality, also auf Qualität oder auf Bitrate. Das lassen wir bei Quality. Ja, Framerate will ich nicht wirklich was umstellen. Ja, ihr könnt hier noch beim Audio was umstellen, aber das braucht ihr nicht wirklich. Also, ja, gut. Das war's eigentlich schon. So, weiter. Das könnt ihr so lassen, fertigstellen. So, dann haben wir hier YouTube 2 und ich render das Ganze mal. Wartet, so. Ich render das Ganze mal mit YouTube 2. So. Hier sehen wir 1280x27 MP4 Video. So, weiter. Ja, das speichere ich einfach irgendwo ab. Fertigstellen. Ja, also hier haben wir den Vergleich. Hier haben wir als Intro, so wie es vorher war. Ja, ich will gerade mal die Dateigröße sehen. Komm, Windows 8, tu es. Egal, dann gehen wir hier auf Eigenschaften. So, dann sehen wir die Dateigröße 6,72 MB. Das ist doch schon relativ wenig. Und jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal an. Hier. Eigenschaften. Hier haben wir 1,07 MB. Das ist auch sehr wenig. So, und jetzt gucken wir uns mal den Unterschied an. Hier sieht das Ganze so aus. Kommt mir gerade ein bisschen laggy vor, aber egal. So, und hier haben wir es so. Die Datei ist 6-mal so klein, bedenkt das. Okay, es ist schon ein Unterschied, aber wenn es euch nicht so viel ausmacht, es kommt drauf an. Die Datei ist jetzt 6-mal so klein wie vorher und so viel Unterschied erkennt man nicht raus. Abgesehen von der Audioqualität, also. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch höher stellen, aber das mache ich jetzt nicht. Ja, also wenn es euch geholfen hat, könnt ihr liken, ihr könnt uns ja abonnieren. Wir machen ja eher Let's Plays, nicht viele Tutorials, aber das war mal eins. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Habe ich schon gerade gesagt, ist mir aber scheißegal. Ja, gut. Tschüss.